Abend. Hallo, liebes Publikum. Wir sind heute hier, Marc Elsberg und ich, Sascha Lobo, aus einem ganz bestimmten Grund. Dieser ganz bestimmte Grund liegt charmant hier im Vordergrund. Ich hebe es noch mal kurz hoch, dieses Buch. Wir sind hier, um über ein Buch zu sprechen und das, was dieses Buch ausgelöst hat und vor allem über den Hintergrund dieses Buchs. Marc Elsberg ist nicht irgendein Autor, er ist nicht nur jemand, der so ärgerlich viele Bücher verkauft hat, dass man immer so ein bisschen Zähne knirschen muss, wenn man als Normalautor wie ich ihm gegenübersteht, sondern er ist auch jemand, der Bücher geschrieben hat, wie jetzt nicht nur dieses Zero, sondern vorher auch schon Blackout, die unter anderem zu den Wissensbüchern des Jahres gekürt wurden. Das heißt übersetzt einfach nur, dass er sich den Hintergrund der Bücher nicht ausdenkt, sondern mühsam recherchiert. Das ist bei Romanen nicht unbedingt üblich. Und deswegen ist es auch so spannend, über Zero mit Marc Elsberg zu sprechen. Hauptsächlich, weil das Thema von Zero, nämlich die vollüberwachte Datenwelt und was wie darin passiert, natürlich eins ist, was spätestens seit Snowden in aller Munde ist oder zumindest sein sollte. Marc, wir versuchen hier mit unserem Gespräch über das Buch so ein bisschen einen Spagat. Auf der einen Seite wollen wir natürlich über das Buch sprechen, auf der zweiten Seite wollen wir mit dem Publikum über das Buch sprechen. Direkt hier unter dem Fenster, wo ich gerade bedrückend viel rede, ist ein Chatfenster, wo man sich als Publikum beteiligen kann, Fragen stellen kann, kurze Beschimpfungen äußern, je nachdem, was man für ein Typ ist. Man muss sich nur anmelden, kleines Pseudonym eingeben. Man wird dann natürlich zurückgetrackt bis ins Wohnzimmer. Nein, das durfte ich gar nicht sagen. Man kann sich also beteiligen und wir wünschen uns auch, dass man sich beteiligt. Und zwar zu diesem großen und wichtigen Thema Datenschutz, Überwachung, Privatsphäre und natürlich zum Thema, was macht das mit uns in Zukunft? Ich sehe, dass wir schon sehr viele Fragen haben, die Ihnen auf der Zunge liegen, die Sie sich aber noch nicht trauen, ins Fenster reinzuschreiben. Gehen Sie da völlig hemmungslos vor. Fragen Sie, auch wenn Sie glauben, dass die Fragen vielleicht nicht jetzt so eine intellektuelle Blitzbirnenfragen sind. Während wir auf die Fragen warten, Ihre Beteiligung, können wir ja schon mal langsam zum Buch gehen. Und du kannst erstmal so das Setting ausbreiten von Zero, vielleicht am Untertitel entlang. In Zero, Sie wissen, was du tust, geht es in erster Linie um die Cynthia Bonsand, gar nicht so um die namensgehende Gruppe Zero, das sind Internetaktivisten. Die Cynthia Bonsand ist eine britische Journalistin, eher in meinem Alter, so irgendwo in den 40ern, die in den letzten Jahrzehnten zwar auch natürlich ihr Handy benutzt hat und ein Smartphone nutzt und das Internet für Recherchen benutzt, sich aber sonst nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht hat, was da noch alles passiert ist und was schon alles möglich ist heute. Und die im Lauf der Geschichte eine ganze Menge erfahrt, wo sie gar nicht sicher ist, ob sie das so genau hätte wissen wollen und mit ihm erfährt, das dann, mit ihr erfährt das dann auch die Leserin und der Leser des Buches. Vor allem eben Dinge, wo es um Datensammeln geht, um sogenanntes Predictive Analytics, also die Fähigkeit durch Datenanalyse in unsere Zukunft zu schauen oder auch nicht, etc. Was ich jetzt an diesem Buch besonders spannend finde, ist, dass es ja nicht nur mein Leib- und Magenthema Überwachung quasi als Vorhang, als Hintergrund mitbringt, sondern es geht auch ganz konkret darum, wie da was passiert. Das ist ja für einen Roman eigentlich eher jetzt nicht so üblich, dass man da auch die Wahrheit reinschreibt. Bei dir ist es schon so, dass die, das steht auch vorne drin, die Technologien, die du ansprichst, die du beschreibst, die teilweise quasi das Herzstück der Handlung vorantreiben, dass es die eigentlich alle schon gibt. Das führt dazu, dass wenn man das Buch liest und das im Hinterkopf hat, man an manchen Stellen so leicht zittrig wird. Ist es dir bei der Recherche auch so gegangen? Oder? Ja, das geht mir
meistens so bei meinen Büchern, dass ich während der Recherche erst so richtig drauf komme, wie weit die Dinge schon sind. Das war bei Blackout ähnlich und hier bei Sira auch wieder. Es war sogar in der Entstehungsgeschichte des Buches so, dass die Ausgangssituation der Geschichte eine leicht andere sogar war und erst während der Recherchen sich die letztendliche Geschichte so entwickelt hat, wie sie da sich entwickelt hat. Und ich fand das halt wahnsinnig spannend, wobei bei Sira eine besondere Herausforderung, dieses komplexe und auch relativ abstrakte Thema zu versuchen, zu einer Handlung zu bringen, die ausreichend spannend ist, dass sie auch in der Lage ist, diese ganzen Inhalte zu vermitteln. Die Recherche ist natürlich insofern auch interessant, als diese Technologien wirklich erschreckend oder nicht erschreckend, erstaunlich weit sind, weil sie ja in vielen Bereichen auch Gutes ermöglichen. Das darf man dabei nie vergessen bei dieser Diskussion. Und entsprechend habe ich dann eine Geschichte gemacht, die beruht auf Technologien, die es schon gibt, und habe daraus etwas gemacht, was es in der Form so noch nicht ganz gibt, aber eine Richtung zeigen könnte, in die wir eventuell gehen. Ich möchte, liebes Publikum, mich ausdrücklich bedanken für die ersten beiden Fragen, die aufgetaucht sind. Da können sogar vielleicht noch zwei oder drei mehr dazukommen, also nur mutig vorgeprescht. Die erste von Frau H. ist direkt an dich gerichtet und sie fragt einfach, ob du schon mal eine solche Datenbrille getestet hast. Da gibt es ja eine ganze Reihe von verschiedenen Datenbrillen, die in deinem Buch spielt eine besondere Rolle, weil sie auch eine sehr aktive Überwachung der Leute ermöglicht. Und ich glaube, an einer Stelle sogar gesagt wird, dass in Manhattan 10% der Menschen Datenbrillen tragen und damit sich direkt als Überwacher mit betätigen. Ja, das ist im Buch so, das ist in der Realität noch nicht so. Ich habe tatsächlich schon sogar verschiedene Modelle von solchen Brillen aufgehabt und zum Teil ausprobieren können, wobei die sehr unterschiedlicher Qualität noch sind. Also da gibt's wie ja die meisten Dinge auf der Welt. Ja, natürlich. Da gibt es welche, die können eine ganze Menge schon und könnten noch sehr viel mehr können, wenn man sie ließe. Und andere, die sind, sagen wir mal, im Vergleich dazu eigentlich ein Faustkeil noch. Apropos Faustkeil, jemand nennt dich hier aus Versehen Herr Felsberg. Und ist auch ein schöner Name letztlich. Finde ich super. Das kann auch die Rechtschreibkorrektur sein. Ich wäre wahnsinnig oft von der Rechtschreibkorrektur zu Eisberg gemacht, zum Beispiel. Auch da sehe ich gar kein größeres Problem. Das ist natürlich nicht dein Charakter als Österreicher. Das ist natürlich so ein sehr impulsives Wesen. Aber hier die Frage dazu lautet, was du von Jawbone Fitnessbändern hältst. Und das ist vielleicht mal ein ganz guter Moment, um das, was du eben aufgegriffen hast, auch nochmal ans Publikum zu richten. Ganz viele von diesen Entwicklungen, da leuchten die Vorteile sofort ein, weil sie auch greifbare Vorteile sind. So ein Fitnessband, die Frage Jawbone, das ist eine Marke, so ein Fitnessband ermöglicht zum Beispiel zu messen, wie viel hat man sich denn bewegt. Ich habe das natürlich auch selber ausgiebig getestet, wie ich unterstelle mal du ohnehin. Und das Erste, was man merkt, ist, dass man sich eingebildet hat, man würde sich eigentlich relativ viel bewegen und eigentlich sitzt man hauptberuflich rum. Und wenn man nicht sitzt, dann liegt man. Das kann so ein Armband ganz gut klären. Aber so ein Armband ist eben auch, und deswegen ist die Frage, obwohl er dich Felsberg nennt, ganz spannend. So ein Armband ist auch ein fantastisches Zeichen dafür, dass das gleiche Gerät, was dir erlaubt, ganz tolle Erkenntnisse zu haben, auf der anderen Seite dazu benutzt werden kann, ziemlich schwierige Dinge mit den Menschen, mit der Gesellschaft zu tun. Magst du da in diese Richtung mal ein bisschen ausholen? Da gibt es natürlich eine ganze Menge spannender Aspekte zu diesen Fitnessbändern und zu diesen ganzen Tracking-Instrumenten, ganz wurscht, ob es jetzt eine Smartwatch ist. Die Apple Watch kommt ja in diesen Minuten raus. Die kommt jetzt gerade heraus und die ist ja dann schon so nett, dass wenn du zu wenig gelaufen bist, sie dich antippt so richtig auf deinem Handgelenk, weil sie da hinten drinnen so einen kleinen Klopfmechanismus hat. Nein, aber das
tauchen mehrere Probleme auf. Die erste Frage ist natürlich, was passiert mit diesen Daten? Wer hat Zugriff darauf, auf das, was da gemessen wird? Bleiben die nur bei dir? Dann ist es ja häufig so, dass man das bewusst nicht macht, sondern schon in eine Community hineinteilt, die einen beispielsweise dann auch ermuntern soll, wenn es nicht die Software selber macht, mehr zu gehen oder so. Also ich habe früher auf meinen Social Media Timelines mindestens einmal täglich irgendjemanden gehabt, der mir mitgeteilt, wo er jetzt wieder gelaufen hat über eine andere derartige Anwendung und so weiter und so fort. Also das ist der eine Aspekt, weil man mit diesen Daten natürlich dann sehr viel anfangen kann. Wie viel, dazu werden wir ja wohl noch kommen. Und dann der zweite sehr spannende Aspekt ist natürlich, dass man sich selber so überwachen beginnt. Ne? Das ist also auch ein zentrales Thema bei dir im Buch, ja. Dass das halt nicht so zu trennen ist. Mhm. Andere Leute überwachen einen, ja. Und man selber kann quasi sich mit überwachen. Und in dem Kontext hat Überwachen einen anderen Klang. Man überwacht ja mit einem Babyphone auch sein Kind, wenn man möchte. Und da ist es halt eher so ein Schutz und so eine Kontrolle und so ein bisschen was wissen wollen. Du hast in dem Buch so quasi im Auge des Orkans ein Unternehmen hineingelegt. Möchtest du ein bisschen über dieses Unternehmen was sagen? Weil das zeigt ziemlich deutlich, wie man auch selbst mit an dieser Überwachung in allen Aspekten mitschraubt. Ja, eine der Hauptfiguren sozusagen des Buches ist, das ist dieses Unternehmen, ich nenne es Freemi. Was man mit diesem Unternehmen kann oder wenn man diesen Dienst in Anspruch nimmt, ist, dass man seine Daten selber sammeln kann. Und so wie man das heute schon zum Beispiel über Fitness-Apps oder auch über andere Tools machen kann, dass man sie nicht nur selber sammeln kann, sondern dass man sie selber auch verwerten kann, und zwar im großen Maßstab. Ich kann heute eben schon über die Fitbits und Jawbones und so weiter dieser Welt, kann ich sie ja im kleinen Rahmen verwerten. Oder auch wenn man an das wunderbare Produkt Mother denkt, wo ich mein ganzes Leben durchsensorisieren kann. Wer darüber genaueres wissen will, googelt das jetzt gleich mal nach, ne? Oder startpaged besser. Und diese geben mir im kleinen Rahmen die Möglichkeit schon mal zu verwerten, weil sie ein bisschen analysieren und auch mir kleine Tipps geben, wie du hast heute eben noch nicht deine 8000 Schritte gemacht oder so. Bei Freemi kann man im großen Rahmen verwerten, nämlich erstens dadurch, dass man die Daten jetzt auch selber verkaufen kann. Das ist ein Geschäftsmodell, das, als ich mit dem Buch begonnen habe, mit der Arbeit am Buch vor 2-3 Jahren, am Horizont träute. Inzwischen ist es Realität geworden, also es gibt inzwischen da draußen einige Dienste, die dir ermöglichen, deine Daten selber zu sammeln und auch selber zu verwerten. Es sind noch verschiedene Geschäftsmodelle, bei manchen kriegt man irgendwelche Gutpunkte, die man irgendwo eintauschen kann, andere wollen einem dann irgendwann wirklich Geld dafür geben und so weiter und so fort. Das Geschäftsmodell heißt also, statt die großen Datensammler der Welt das Geld verdienen zu lassen, die nicht umsonst innerhalb weniger Jahre zu den wertvollsten Unternehmen der Welt geworden sind, Google, Facebook, Apple und Co., sondern dieses Geld selber zu verdienen. Das ist schon einmal ein ganz spannender Anreiz. Also die Tochter von der Hauptfigur, von der Cynthia Bonsend, die verwendet das schon seit einem Jahr und die kriegt am Anfang, kriegt sie so ein paar Dutzend Pfund im Monat, einfach nur dafür, dass sie diese Daten sammelt und verkauft. Und was Freemi noch ermöglicht, ist, die Daten in kleine Ratgeberprogramme einzuspielen, die einem dann empfehlen, wie man seinen Datenwert noch steigern kann. Also die geben einem dann Empfehlungen, wenn du dies und das und jenes machst, sind deine Daten im Monat nicht mehr 60 Pfund wert, sondern vielleicht 80 oder 90. Weil du zum Beispiel in Zukunft mehr verdienen wirst. Oder weil du in deiner Peer Group, also in der Gruppe deiner Freunde, ein Entscheider bist, ein wichtigerer als früher. Und deswegen deine Freunde Dinge kaufen, die du empfiehlst oder die du vorgekauft hast. Dadurch werden deine Daten ja mehr wert und dieses Geld kannst du dann auch mehr bekommen. Und diese Empfehlungsprogramme, die sind in Freemi schon etwas weiter gediehen, als sie in Realität meistens sind.
Aber es gibt da draußen ja jede Menge Apps schon, die einem sagen, wie man gescheiter wird, wie man sozialer wird, wie man schöner wird und so weiter und glücklicher und so weiter. Ja. Wenn man so eine App kauft, wie man gescheiter wird, dann ist die Chance ja auch sehr groß, dass man noch Potenzial nach oben hat, ne? Könnte ja. Man so sehen. Zwischendurch möchte ich mal auf eine Frage des Publikums eingehen, jetzt langsam reinprasseln, solange prasseln noch langsam sein kann. Olaf fragt, bin da wer noch? Der ideale Moment, um zu uns nochmal vorzustellen, Marc Elsberg, Autor von dem Buch, was ich jetzt mal offensiv in die Kamera halte, Zero, weil es darum letztlich ja geht, und auch von dem Buch Blackout, und ich, Sascha Lobo, und wir unterhalten uns noch immer über die Welt der Daten, der Überwachung und der digital vernetzten Gesellschaft. Wir haben hier bei den Fragen auch immer mal wieder so sanfte Zweifel, ob nicht eigentlich die Leute, die ihre Daten preisgeben, so ein bisschen selbst schuld sind oder eigentlich sogar total bekloppt sind. In dem Buch zeigst du ziemlich deutlich, dass ob man jetzt die Daten abgibt, freiwillig oder nicht, in vielen Bereichen jetzt gar nicht mehr so einen großen Unterschied macht, weil die Überwachung zum Beispiel mit einer Technologie wie Gesichtserkennung sehr weit auch unfreiwillig funktionieren kann. Ja, ich glaube, das ist einer der wesentlichen Aspekte, der vielen Leuten immer noch nicht ausreichend bewusst ist, dass es ja Daten hergeben nicht nur darin besteht, ein Foto von der betrunkenen Partynacht auf Facebook zu stellen, sondern... Da bin ich ja inzwischen sehr skeptisch bei Leuten, wo keine betrunkenen Fotos ja, im Netz sind. Mache ich mir also schon Gedanken. Ne? Das ist verdächtig. Ja, ja. Werden wir alle verdächtig. Man erinnere sich an den da gab es so einen Amokläufer vor ein paar Jahren bei seiner Batman-Premiere in den USA, der in den ersten Stunden dann ging ja so ein Hype los. Der muss ja immer schon verdächtig gewesen sein, weil der hatte kein einziges Profil auf irgendeinem sozialen Netzwerk, dass der nicht vorher schon aufgefallen ist als verdächtig. Es ist tatsächlich auch so, wir können da ja immer so aus dem Buch raus Anknüpfungen in die Realität bringen. Es ist tatsächlich so, dass die Überwachung der Geheimdienste, die ohnehin ich nicht erwähnen muss, weil sie die Namen alle kennen, die Überwachung der Geheimdienste westlicher demokratischer Geheimdienste tatsächlich auch keine Aktivität in sozialen Medien als verdächtig bewerten. Mhm. Ne? Dieser allgegenwärtige Verdacht, der zieht sich auch durch dein Buch. Mhm. Und auch immer wieder an ganz konkreten Anlässen, dass Leute werden da ungerechtfertigt des Mordes verdächtigt und absichtlich. Mhm. Ist dieses Setting, so in deinem, als du das in deinem Kopf so ausformuliert hast, war es tatsächlich so, dass du dir dachtest, wie ist das, wenn ich unschuldig in so eine radikale, völlig überhitzte Staatsmaschinerie reingerate? Naja gut, dieses Setting hatte ich natürlich im Kopf, wobei wir ja das zum Teil immer wieder live inzwischen miterleben. Ich erinnere mich an Ereignisse, ich glaube, im Buch wird das sogar irgendwann mal kurz angesprochen, nach den Attentaten in Boston auf dem Marathon. Da gab es auf Seite 97, Da gab es einige Stunden nach dem Marathon in einen mehr oder minder digitalen Mob, muss man das ja nennen. Ja. Da sind dann Namen von Verdächtigen kursiert, die aber nicht verdächtig waren. Und ich möchte nicht wissen, was damals passiert wäre, wenn einer dieser Leute, die da fälschlicherweise beschuldigt worden sind, in die Hände von irgendwelchen aufgebrachten Bürgern geraten wären, die meinten, jetzt mal eben zu wissen, was gerecht ist und was nicht gerecht ist und wer hier Täter war und wer nicht Täter war. Ja. Also das sind ja nicht einmal mehr Situationen, die man nur aus der Fantasie spinnen muss. Ja. Da muss man sich nur hineinversetzen, wenn ich mir denke, ich wäre jetzt in dem Augenblick einer von denen, mein Name taucht da auf als potenziell Verdächtiger, ja, da würde es mir, glaube ich, auch der Arsch auf Grundeis gehen. Ne? Vielleicht der perfekte Moment, um eine schon recht früh gestellte Frage von Ihnen, vielen Dank nochmal für die zahlreichen Fragen. In den letzten Minuten sind, glaube ich, insgesamt fast 0 neue Fragen eingegangen. Aber eine recht frühe Frage war, das Netz vergisst nie, stimmt das so absolut? Die kann ich direkt an dich weiterspiegeln. Jein. Man sagt das immer so, es
gab eine ganz interessante Untersuchung in Folge des arabischen Frühlings zum Beispiel, wo man untersucht hat, wie viele von den Meldungen, die damals zum Beispiel auf Twitter rausgegangen sind und auf Facebook, was ja zum Teil geholfen hat, diese anfänglichen Proteste zu organisieren und die Massen zu mobilisieren, dass eine ganze Menge davon nicht mehr auffindbar ist. Also die sind irgendwo verschluckt und verschwunden. Also alles merkt sich das Netz nicht, würde ich mal sagen. Potenziell natürlich ist da wesentlich mehr Erinnerung zumindest da als früher und vor allem eine andere Form der Erinnerung, als wir Menschen sie haben. Ich würde das sogar noch ein bisschen fein justieren und erweitern. Also ich mag diesen Spruch, das Netz vergisst nie nicht. Zum einen, weil ich fast 3 Stunden am Tag damit beschäftigt bin, Sachen zu suchen. Ich wusste, dass sie irgendwo mal standen und die sind einfach nicht mehr da. Ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite und auch wichtige Punkt ist, dass man hier so tut, als ginge es um so eine diffuse Technologie, das Netz. Mhm. Tatsächlich sind diejenigen, die Daten auf eine vergleichsweise radikale Art und Weise speichern und weiterverwerten, ja nicht das Netz, sondern es hat ganz konkret benennbare Geheimdienste, Behörden und auch Konzerne. Unternehmen. Insofern, das Netz vergisst nie, dann tut man so, als sei das halt so ein Naturgesetz, aber eigentlich ist es die Entscheidung der Leute. Und jetzt der Punkt, wo es wirklich spannend wird, ist rund um diesen Begriff Entscheidung. Das ist auch was sich durch das ganze Buch zieht, weil eigentlich kratzt, das ist im Buch zu besichtigen, diese algorithmische Überwachung, verbunden mit einem algorithmischen Vorschlagswesen, die kratzen so am freien Willen der Menschen. Das ist eine These, die immer wieder aufblitzt. Magst du die einfach mal erklären? Weil die fand ich bei dir im Buch sehr viel deutlicher als woanders. Ganz viele Leute vermuten das so daher und begründen es dann nicht. Und da war bei dir im Buch, kam sehr deutlich raus, wie das geschieht. Naja, was man natürlich machen kann durch dieses ganze Datensammeln, dass man so Muster im Verhalten der Menschen erkennt auf der einen Seite, und das kann man bis zu einem gewissen Grad mit Wahrscheinlichkeiten, und das ist immer ganz wichtig, nicht mit Absolutheit, umlegen auf mögliches zukünftiges Verhalten anderer Leute, die ein ähnliches Muster in der Vergangenheit gezeigt haben. Und wenn ich das weiß und weiß, okay, da möchte ich den in eine bestimmte Richtung bringen, dann habe ich heute natürlich technologisch Möglichkeiten, die in Wahrheit auch keine neuen psychologischen Techniken sind, dieses Verhalten zu beeinflussen. Da gibt es verschiedenste Technologien, soziale Technologien, Nudging, Framing und so weiter. Magst du und so Nudging fort. Mal erklären, weil das ja jetzt... Nudging ist ja momentan sowieso in aller Munde, nachdem das jetzt sogar die Frau Merkel machen will mit der ganzen Bevölkerung. Die hat ja da ihre eigene Taskforce jetzt eingerichtet, wo genudged werden soll, damit die Leute gesünder werden, damit sie sparsamer sind oder auch nicht und so weiter und so fort. Nudging heißt ganz einfach, durch einen kleinen Anstoß die Leute dazu bringen, etwas zu machen. Das können unterschiedlichste Dinge sein. Naja, zum ersten einmal, dass ich womöglich nicht weiß, dass ich angestoßen werde. Eines der berühmtesten Beispiele dafür und gern zitiertesten ist, bringe ich auch im Buch, das ist, die Männer kennen es aus dem Pissoir, die Fliege. Die Fliege führt dazu in Untersuchungen, dass die Reinigungskosten von Pissoirs um x% runtersinken, also um 80% angeblich. Das ist ein Nudge und man merkt es aber gar nicht. Jetzt kann man sagen, ist ja gut, dass die Toilette ist sauber. Ich soll jetzt erstmal sagen, also in dieses Porzellan eingebrannte Fliege, ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würde die unmittelbar vor der Übernahme der Weltherrschaft stehen. Nee, ein anderer klassischer Nudge ist zum Beispiel, wenn ich Leute dazu bringen will, eine Versicherung fürs Alter abzuschließen. Das ist so ein nester Beispiel, das auch in dem Buch gebracht wird von den Leuten, die das erfunden haben, das Konzept. Dass es ganz einfach darauf ankommt, was für eine Ausgangssituation biete ich dir an, aus der du wählen kannst. Beispielsweise kannst du wählen aus der Ausgangssituation, wenn du bei einem Unternehmen anfängst, dann wird für dich automatisch von einem Gehalt 3% abgezweigt am Monatsanfang oder am Monatsende für deine Altersversorgung. Oder aber biete ich dir an, dass du jedes Monat selber sagst, ich will 3% von meinem Gehalt zahlen.
Die sogenannte Default-Einstellung ist das letztendlich. Die Leute, wenn ich ein System habe, wo das automatisch gemacht wird, das 3 abgezogen, und du die Leute nachher fragst, willst du das oder willst du das nicht, 98% der Leute nehmen die Default-Einstellung. Und wenn die eben heißt, wenn du reingehst ins System, zahlst du die 3%, dann machen das 98%. Wenn die Default-Einstellung, also der Start sozusagen ist, willst du es oder willst du es nicht, jedes Mal zu fragen, dann werden 98% jedes Mal sich entscheiden müssen und sagen, naja, jetzt muss ich extra zahlen, jetzt werde ich nicht zahlen. Ja, das ist vielleicht nochmal ein... Das ist Nudging zum Beispiel. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erklären, weil das bei vielen Leuten ja auch gar nicht so drin oder nicht so vom Verständnis her klar ist, dass wenn man sich mit Überwachung beschäftigt, dann geht das sehr häufig über große Menschenmassen und dann versucht man, Verhalten vorherzusagen. Ja, das geht in ganz verschiedenen Ebenen. Und dann kann man eben sagen, okay, wenn du jemand bist, der tendenziell auf die Farbe Rot steht, dann bieten wir dir eben lieber dieses Produkt in Rot an, weil du ein Typ bist, der dann zu 1,7% häufiger dieses Produkt kauft. Und genau dieser sanfte Druck, diese sanfte Hinführung, die eröffnet natürlich ein großes Manipulationspotenzial. Ja, das geht dann auch ziemlich konkret so, dass man mit berücksichtigen kann, wie Leute auf was reagieren. Das geht im Zweifel mit Wahrscheinlichkeiten nur über große Menschenmengen, aber hat dann eine konkrete Wirkung. Ja, und ich glaube, dass sinnvoll ist, sich von beiden Seiten damit zu beschäftigen. Auch immer die Vorteile deutlich zu machen, denn wenn das alles irgendwie so katastrophal und so schlimm wäre und nur Nachteile hätte, dann würden nicht so wahnsinnig viele Leute das auch begeistert benutzen, denn tatsächlich haben diese Technologien Vorteile, wo man sagt, wow, ich kriege nur noch rote Produkte angeboten. Wie toll ist das denn? Rot ist ja zufällig meine Lieblingsfarbe. Das kennen Sie vom eigenen täglichen Erleben im Netz. Aber was dahinter steht, nämlich der Versuch, so eine unterschwellige Manipulation mitzubringen, das ist, glaube ich, eines der zentralen Probleme. Da kann man, gibt es auch wieder verschiedene Aspekte, finde ich. Also einen spannenden finde ich natürlich, wie gesagt, da gibt es so soziale Techniken wie Nudging, Framing wäre ein anderes. Da gibt es auch so... Framing ist, sind so... Also ich weiß es natürlich, ich frage für Sie. Um es zu veranschaulichen, da gibt es ja auch ein berühmtes Experiment nachzulesen, zum Beispiel bei Kahneman im schnellen, langsamen Denken. Du setzt das ist ein Buch von einem Nobelpreisträger, ja. Also nicht so gut wie Zero, aber ist auch ganz okay. Sehr lesenswert. Und da setzt du einfach einen Studenten und eine ganze Gruppe nacheinander, werden in Unterhaltungen verwickelt und du redest mit ihnen und streust in das Gespräch Worte ein, die mit alt konnotiert werden. Die Studenten wissen gar nicht, worum es bei dem Experiment eigentlich geht. Und bei ein paar anderen Studenten werden diese Vokabeln nicht verwendet. Und dann schickst du diese Studenten über einen langen Gang nach hinten zum Kopierer, damit sie dir dort was kopieren. Und die, bei denen mehr Begriffe verwendet wurden, die mit alt konnotiert werden, die werden über diesen langen Flur langsamer gehen, als die, bei denen das nicht gemacht wird. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, unterschwellige Beeinflussung, das funktioniert. Und da gibt es verschiedene Techniken. Aber ist das nicht ein ganz kleines wenig auch Panikmacher? Also ich sage nur, es ist möglich. Ne? Und wir kennen sowas immer genauer und wir können es aufgrund natürlich dieser Möglichkeiten, sehr individuell jetzt auf dich einzugehen, dich noch besser manipulieren auf diese Weise. Es könnte aber auch wesentlich plumper sein. Also was mich immer fasziniert, der Gedanke ist, wenn ich bin relativ viel unterwegs in Gegenden, wo ich mich nicht auskenne und so ein modernes Navigationssystem im Auto, auf das verlasse ich mich inzwischen blind. Ne? Und da sage ich, wenn ich in A bin, bring mich bitte nach B, dann fragt mich nach das... Nach B muss ich auch häufig, das ist spannend. Und dann fragt mich das vielleicht noch, ob ich möglichst ökonomisch, möglichst schnell oder möglichst kurz fahren will. Und dann sage ich das halt und dann fahre ich. Und unterwegs sagt er mir noch 5-mal wegen aktueller Verkehrsmeldungen, muss er jetzt meine Route ändern. Und ich frage mich immer, ob mir der das jetzt wirklich sagt wie eine aktuellen Verkehrsmeldung. Oder weil der Navi-Betreiber womöglich im Hintergrund schon einen Deal hat mit einer gewissen Tankstellenkette und auch weiß, dass ich jetzt dann bald tanken muss und mich besser bei BP als bei Shell vorbeischickt.
Ich weiß es schlicht und einfach nicht. Also es wäre eine sehr plumpe Art und Weise, mein Handeln zu beeinflussen, wäre aber auch möglich durch solche Programme, von denen man nach und nach abhängen wird. Das ist ein sehr schönes Stichwort. Ich weiß etwas nicht. Ich weiß nicht, wer was wie mit den Daten macht. Das ist auf der einen Seite natürlich ein riesiges Angstfeld, in das ich alles reinprojizieren kann. Ich weiß nicht, was die bösen Leute dort draußen alles mit meinen Daten machen. Und es ist alles ganz schlimm. Aber es gibt auch eine andere Seite, die ebenso gar nicht unproblematisch ist. Nämlich, wenn ich weiß, dass ich überwacht werde, wenn ich weiß, dass meine Daten quasi in alle möglichen Himmelsrichten verstreut werden. Du hast eine Passage im Buch, die ich gerne kurz vorlesen würde. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil der Name Edward Snowden da drin vorkommt, aber auch einfach so. Seite 355, relativ weit hinten im Buch. Allein die Tatsache der Überwachung sichert also Unterwerfung, ächzen. Ja, die USA sollten Edward Snowden eine Medaille verleihen, statt ihn zu verfolgen, spottet Will. Dank ihm wissen wir jetzt, dass die NSA alle überwacht und haben bei jeder Kommunikation schon die Schere im Kopf. Das Perfide daran ist, dass also Überwachung, auch wenn ich es nicht weiß, so ein Angstfeld ist, was mich negativ beeinflusst. Und wenn ich es weiß, beeinflusst es mich auch. Das kommt in dem Buch sehr schön raus. Magst du noch mal genau diese, dass Leute anfangen, ihr Verhalten zu verändern, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden? Das ist ein inzwischen gut erforschtes Phänomen, der sogenannte Konformitätsdruck. Gerade in Deutschland hat man da sehr viel Forschung betrieben nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man wissen wollte, wie konnte es dazu kommen, dass da alle mitgemacht haben. Da gibt es fabelhafte Experimente dazu, die das belegen. Wenn man überwacht wird, verhält man sich konform. Man möchte dazugehören. Oder irgendwann vielleicht auch aus Angst, je nachdem, von wem die Überwachung kommt. Aber es ist sogar so, dass man einfach zur Gruppe dazugehören will. Also dieser Konformitätsdruck führt dazu, dass man zuerst Dinge nicht macht, die vielleicht nicht konform sind, die anders sind, und führt am Schluss so weit, dass man es sich womöglich nicht einmal mehr so richtig denken traut. Vielleicht kommt kurz noch der Gedankenblitz, aber dann ist schon, oh Gott, so weit darf ich eigentlich gar nicht denken. Auch das ist, wie gesagt, kein Mechanismus, der neu wäre, sondern das ist eine altbekannte Tatsache. Was ich da ja besonders spannend finde in diesem Zusammenhang, ist, dass wir uns ja immer so große Dinge halten auf unser Gesellschaftssystem, das auf Freiheit, auf Vielfalt, auf Kreativität aufgebaut ist, dass man da hier nicht lauter schreit, dass vor allem eine ganz bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft nicht lauter schreit, nämlich die Wirtschaft, die eigentlich in einer freien Marktwirtschaft von Diversität lebt, von Kreativität lebt, davon, dass immer wieder neue Dinge entwickelt werden. Das behauptet sie jedenfalls häufig, Naja, und das tut sie auch. Ne? Also deswegen verwenden wir ja heute so raffinierte Smartphones und haben vor 20 Jahren noch am Kabel gehangen. Also da kommen ja schon neue Dinge raus. Und die laufen natürlich Gefahr, verloren zu gehen, diese Aspekte, die dieses System am Leben erhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, da finde ich eh gut, wenn da nichts Neues kommt, aber ich persönlich finde das eigentlich schon ganz angenehm. Wo das jeder übrigens, auch Sie jetzt, überprüfen können, dass tatsächlich das Gefühl, beobachtet zu werden, etwas mit einer Macht, ist mit einem ganz simplen Gedankenexperiment. Angenommen, Sie müssten jetzt in der nächsten Woche in die Vereinigten Staaten reisen, beruflich, und Ihr Job würde davon abhängen, ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Teilen Sie dann jetzt auf Facebook noch einen Artikel, wo Obama als ein schlimmer Überwacher und die NSA als verfassungsfeindlich und katastrophal bezeichnet wird? Traut man sich also, man weiß, die sozialen Netzwerke werden von vorne bis hinten durchgescannt. Und das ist ja sogar nur das, was zugegeben wird. Ja. Ja? Und dazu kommt ja noch das, was nicht zugegeben wird, was im Zweifel noch mal größer ist. Also man weiß, Facebook wird von vorne bis hinten durchgescannt, es werden Profile erstellt und danach werden Leute bewertet. Und zwar insbesondere auch, ob sie in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen oder nicht. Das ist ein Fakt und das ist nachgewiesen. Ist es jetzt tatsächlich so, dass ich bedenkenlos jeden Artikel auf Facebook teile und am besten noch mit jemandem chatte und wirklich sage, ja, Obama, dem sollte man noch eine Ohrfeige geben für die Katastrophe. Ich untertreibe jetzt einfach ein bisschen aus technischen Gründen.
Ich glaube eben nicht. Ich glaube, da merkt jeder, nee, ich muss jetzt noch nächste Woche da einreisen, dann halte ich mich da mal lieber mit dieser Meinung zurück. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ne? Du hast in deinem Buch, was sich so durchzieht, ist so eine gespaltene Haltung der Protagonisten, von manchen Protagonisten, dass viele, und das kommt im Chat so ein bisschen durch, behaupte ich jetzt mal, ohne ihn gelesen zu haben, dass manche Leute sagen, ja, was ist doch nicht so schlimm? Was soll denn, also so ein bisschen Überwachung hier und da, also das macht die Gesellschaft sicherer und ich habe doch nichts zu verbergen. Mhm. Das ist so der klassische Satz von denjenigen, die dann ins Stottern geraten, wenn man sie fragt, ob ihre letzte Dienstreise wirklich eine Dienstreise war oder ob sie schon mal mit einem alkoholisiert Auto gefahren sind. Aber dieses ich habe nichts zu verbergen, es gibt so ein paar Protagonisten in dem Buch und auch quer durch die Bevölkerung, wo relativ klar ist, die Leute sind sehr bedenkenlos. Wie gehst du damit um? Weil das ist ja leider tatsächlich auch aus dem Buch in der Realität genauso vorhanden. Gut, ich glaube, dass in weiten Belangen dieser Grad der Überwachung und die Folgen vielen Leuten nach wie vor nicht bewusst sind, dass das eine sehr, sehr verkürzte Sichtweise auf die Dinge ist. Dieses, ich habe ja nichts zu verbergen, weil sie ja gar nicht wissen, was man alles über sie weiß. Die glauben ja, was sie nicht zu verbergen haben, ist, dass sie keine Verbrechen begangen haben. Das haben sie ja vielleicht auch nicht und deswegen muss man sie auch nicht verbergen. Dass sie eine ganze Menge andere Dinge durchaus, dass es dienlich ist, wenn die nicht jeder weiß, weil in einem gewissen Maß von Privatsphäre unsere Identität eigentlich erst entsteht. Der Bereich, wo ich für mich bin, beispielsweise. Dass Privatsphäre und etwas zu verbergen zu haben, auch mit Macht zu tun hat. Oder eben jemanden die Macht zu nehmen, wenn er nichts mehr zu verbergen hat. Das ist ja letztlich immer eine ganz große Machtfrage. Das aber viele halt nicht so weit sehen, weil es ein relativ komplexes Thema ist und man sich ein bisschen Gedanken machen muss darüber. Mhm. Es ist leider, ich habe das beim Schreiben an dem Buch gemerkt. Dass du dir Gedanken machen musstest? Es ist ein komplexes Thema. Man kann das nicht, bei Blackout war das ganz einfach. Bei Blackout ist es so, Strom weg, Wasser weg, Essen weg, tot. Das ist wie mit einer Pistole auf jemanden zu schießen, während die Bedrohung hier eher wie so eine tägliche kleine Giftverabreichung ist, die allalong erst zum Tod führt. Ne? Was vielleicht auch noch recht spannend ist, du hast in Buch so ein, die heißen Act-Apps, das ist ein Vorschlagswesen, könnte man das mit einem sehr deutschen Wort nennen. Das ist diese Selbstoptimierung, von der du vorhin schon mal gesprochen hast. Das war hier auch häufiger ein Thema im Chat bei verschiedenen Fragen. Wie geht man denn mit den Leuten um, die einfach wirklich selbst optimieren wollen? Die sagen, ich möchte mich von vorne bis hinten selbst optimieren. Und warum soll ich auf einmal jetzt so tun, als wäre das was ganz Schlimmes? Die Grenze ist ja da auch sehr, sehr fließend. Das ist ja schwierig. Ich meine, da stellt sich vielleicht zuerst mal die Frage. Da stellt sich ja zuerst mal die Frage, was heißt Selbstoptimieren? Man versucht ja, man hat auch vor solchen Ratgeberprogrammen versucht, durchs Leben zu kommen. Und wenn man besser durchs Leben kommt, ist das per se noch nicht verkehrt. Das kann man jetzt natürlich auf einen Brutaldarwinismus runterbringen, Survival of the Fittest, nichts anderes ist das eigentlich hier letztendlich und da hier natürlich fit immer bitte nicht in der verdeutschten Version, sondern die angepasstesten sind das, die reinpassen. Und wenn ich es schaffe, natürlich mich hier in ein System, in dem ich lebe, möglichst gut hineinzupassen, dann werde ich erfolgreicher sein. Das haben wir aber auch immer schon getan. Wenn ich in irgendeinem großen Konzern arbeite, da gibt es eine gewisse Kultur. Wenn ich da aufsteigen will, dann werde ich nun mal mit Krawatte zur Arbeit gehen, weil ich weiß, ohne geht's nicht und so weiter und so fort. Und das haben wir auch im Freundeskreis. Ich meine, dass man gewissen Normen entsprechen muss, um dazuzugehören. Da schließt sich der Kreis wieder bis zu einem gewissen Grad zum Konformitätsdruck. Also die wesentliche Frage dabei ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad, wer definiert, was das Optimum ist bei dieser Selbstoptimierung. Bin das noch ich?
Die Frage hat sich aber auch immer gestellt, wie viel ist Definition durch die Gesellschaft, und das ist immer natürlich ein gewisser Teil. Die Frage bei diesen nicht mehr durchsichtigen Mechanismen ist, ist es noch immer eine gesellschaftliche Definition, die bis zu einem gewissen Grad in einer Art Konsens zustande kommt, ob jetzt in einem demokratischen oder im Freundeskreis oder wo immer, oder ist in Wirklichkeit diese Optimierung inzwischen von dem anderen vorgegeben, wo ich nicht weiß, was dessen Parameter sind. Dass ich also versuche, eine Rolle zu erfüllen, die jemand anders bewusst ausgesucht hat, weil sie zum Beispiel wirtschaftlich ergiebiger für ein Unternehmen ist. Oder weil man so Leute eher dazu kriegt, sich möglichst nicht politisch zu betätigen. Das gäbe es auch als Variante. Dieser Politik und diesen Begriff, den du eben gesagt hast, Konformitätsdruck, den möchte ich benutzen, um wieder eine Frage mit hineinzunehmen. Markus fragt, inwieweit würde ein europäischer Standard helfen, um beispielsweise den Konformitätsdruck entsprechend zu steuern? Die Frage, was kann man eigentlich dagegen tun? Die drängt sich ja umso stärker auf, je tiefer man in die Materie einsteigt. Hast du da eine Antwort gefunden, was man eigentlich tun kann? Und wenn nicht, kann ich sie dir gern sagen. Ja, dann, die Diskussion ist ja mitten im Laufen. Und da gibt es die verschiedensten Ansätze letztendlich. Ich schätze auch, dass wir da auch jetzt nicht zu einem abschließenden Ergebnis kommen werden. Ein europäischer Standard wofür? Für Datenschutz? Oder Datenverwertung. Ich meine, darüber diskutiert man ja gerade bei der EU-Datenverordnung, Datenschutzverordnung unter anderem. Oder auch wenn ich mir anschaue, Einzelinitiativen wie von einem Landsmann, der Max Schrems, der gegen Facebook vorgeht, um derartiges anzustoßen, letztendlich auch. Bis zu einem gewissen Grad würde das wahrscheinlich helfen. Das Wichtige ist vor allem diesbezüglich, glaube ich, eben auch, dass es mal funktionierende, verbindliche Normen und Gesetze gibt zu diesen Dingen. Zum Teil gäbe es sie sogar und sie werden bloß nicht exekutiert. Zum Teil brauchen wir neue. Und die Diskussion, wie die ausschauen sollen, ja, wie gesagt, die läuft gerade. Aber sag mal deine Antwort. Hier nochmal auch die Frage, aber was ist denn die Lösung? Fragezeichen. Ich muss gestehen, als ich eben so ein bisschen großmäulig gesagt habe, dass ich die Lösung schon hätte, wollte ich dich nur provozieren. Ich habe sie natürlich nicht. In wirklich allen anderen Bereichen weiß ich bis ins kleinste Glied, was die Antwort auf die großen Fragen der Welt ist. Ausgerechnet in dem Bereich ist es nicht so. Es ist tatsächlich so, dass wir vor einem Problem stehen, was wir diskutieren müssen. Vor allem deswegen, weil man in vielen Bereichen, und das zeigt ja dein Buch ganz schön, noch gar nicht sagen kann, was wird denn mit diesen Daten passieren. Es werden Daten gesammelt. Das ist erstmal ein Grundmechanismus des Internet und das ist nicht per se und grundsätzlich und immer schlimm. Aber es werden Daten gesammelt, aber wie die zusammengeführt werden, wo die zusammengeführt werden, was damit gemacht wird, das kann man häufig noch gar nicht sagen. Ein Aspekt, den du mit reingebracht hast, den im Buch, den möchte ich so wie ein einzelnes Wort hineinwerfen in die Diskussion. Du verwendest den Begriff Real-Time Crime Center. Ich übersetze das mal für die Zuschauer, die Englisch nicht mehr so parat haben. Echtzeit-Kriminalitätszentrum. Bisschen unbeholfen. Worum geht es denn beim Real-Time Crime Center? Das ist eine Szene im Buch relativ am Anfang, wo die tatsächlich kurz springt. Es kommt doch nochmal auf Seite 452 vor, okay, muss ich dazu sagen. Aber, da wird das Real-Time Crime Center in London in Lambeth vorgestellt. Das ist etwas, was es tatsächlich schon gibt. Das wurde für die ganzen großen Sportevents in Großbritannien in den letzten Jahren schon mal geschaffen. Da gibt es drei Zentren in London. Da werden ein Haufen Daten zusammengeführt. London ist ja auch deswegen einer der Hauptschauplätze der Geschichte. Nicht, weil ich unbedingt in London recherchieren wollte oder sonst was, sondern weil London heute die Überwachungshauptstadt der westlichen Welt ist. So gut wie kein öffentlicher Fleck in London ist unüberwacht durch Kameras. Die haben das schon angefangen in den 90er Jahren einzuführen. Und in diesem Real-Time Crime Center werden diese ganzen Daten von Kameras, aber auch von anderen Quellen zusammengeführt und die Polizei kann entsprechend damit umgehen. Zum Teil werden dort sogar schon Programme eingesetzt, die von sich aus
analysieren, was in diesen Daten passiert. Also die sogenannte Abnormalitäten im Verhalten von Menschen draußen auf den Straßen feststellen sollen. Wobei dann immer die Frage ist, wer definiert, was ist abnorm, ab wann rast da ein Polizist hin und greift ein. Und auf diese Art und Weise wird London inzwischen voll überwacht und nicht nur London, solche Zentren sind inzwischen in diversen Städten, unter anderem etwa in den USA, aber auch in Sao Paulo und in Rio für die Fußball-WM und so weiter gebaut worden. Man muss ja aber, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, gar nicht so weit fahren. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir, liebe Zuseher, obwohl Marc aus Österreich kommt und ich aus Berlin, uns gegenwärtig in München befinden, wie man im Hintergrund nicht sieht. Der Punkt ist, dass auch in München solche Überwachung durch die Polizei stattfindet, mit der man Kriminalität vorhersagen möchte. Das Programm heißt Pre-Cops und in Europa wurde es in Amsterdam sehr intensiv weiterentwickelt, aber auch in München soll es zum Einsatz kommen, in vielen anderen Städten, in Nordrhein-Westfalen zum Teil. Und da versucht die Polizei anhand von einer Vielzahl verschiedener Daten rauszufinden, wo könnte denn demnächst ein Einbruch stattfinden. Das Beispiel, was in Amsterdam immer benutzt wird, ist, dass dort die Nummernschilder überwacht werden, der Telefonverkehr überwacht wird und die Bewegungen von Autos auf der Straße überwacht werden. Und wenn also Daten zusammengeführt werden und die Polizei sagt, aha, wir haben ein erhöhtes Aufkommen von bestimmten Handy-Telefonaten, die man anonym kaufen kann, mit großen Lieferwagen, deren Nummernschild eigentlich nicht zu dem Auto passen. Wenn das zusammenkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Einbruch stattfindet, sehr hoch. Das ist ein sehr plattes Beispiel, aber ein Beispiel, was tatsächlich existiert und was gerade hier genau in unserem beschaulichen kleinen München, wo wir beide morgen wieder wegfahren, stattfindet. Mhm. Du hast also eigentlich ganz schön viel Realität beschrieben in deinem Buch. Ja, wie gesagt, wie im Vorwort schon erwähnt, die Technologien sind alle da, sie werden alle eingesetzt. Zum Teil, wie schon bei Blackout auch, wurde ich ja auch beim Schreiben eingeholt, beziehungsweise die Edward Snowden-Enthüllungen haben natürlich während des Schreibens mir sehr hübsch geholfen. Das, was bis dahin als Fantasie abgetan worden wäre, jetzt dann belegt zu haben. Was ich ja besonders spannend finde bei diesen Pre-Crime-Geschichten, dass die also ja wirklich, wie in vielen anderen Bereichen ja auch schon diese Techniken, meinen, in unsere Zukunft schauen zu können, bis zu einem gewissen Grad. Bei den Pre-Crimes ja noch eher regional, also nicht auf das Individuum bezogen, dass das aber ja noch viel weiter geht. Du hast das in deiner letzten Kolumne in Spiegel Online beschrieben mit dem Drohnenkrieg der Amerikaner, die ja schon einzelne Individuen aussuchen. Ich meine, das ist ja vielen Leuten auch nicht bewusst, dass wir in Wirklichkeit heute glauben, bereits individuell potenzielle Kriminalität oder in dem Fall Terrorismus voraussagen zu können. Und wenn die vermeintliche Wahrscheinlichkeit groß genug ist, wie du das beschreibst, dann wird halt mal aus der Drohne einfach auf das Handy gefeuert, das der vermeintliche Terrorist in der Hand hält und damit der Terrorist auch gleich wirklich erledigt. Weil in dem Augenblick ist er jetzt dann auch ein Terrorist, fertig, auch wenn es eigentlich eine Hochzeitsgesellschaft war. Du spielst auf eine Katastrophe an, das ist also alles eine Katastrophe, diese in meinen Augen völkerrechtswidrigen Drohnenmorde passieren auf der Basis von Überwachung. Genau darüber, ich bin sehr froh, dass du meine Kolumne ansprichst, weil ich die natürlich auch sehr gern selbst erwähne. Da geht es genau darum, dass so ein Überwachungsszenario, wie es auch im Buch stattfindet, tatsächlich in manchen Gegenden der Welt schon dazu benutzt wird, dass eine Drohne losfliegt und sagt, da ist jemand, der ist zu 99,7% Terrorist, den könnte man ja mal mit einer Rakete erschießen, beziehungsweise schießt man eine Rakete auf seine SIM-Card und versucht, den Mensch um die SIM-Card herum zu treffen. Das hört sich komisch an, aber es ist tatsächlich ziemlich genau so. Ich kriege gerade aus der Regie die Meldung, dass wir zu viele Zuschauer haben. Ich würde deswegen vorschlagen, dass wir ein bisschen philosophischer werden, okay, damit einfach auch Leute abschalten. Und der Anlass dafür wäre nochmal ein Zitat aus deinem Buch, einer der besten Seiten überhaupt, die Seite 443, dass die werden Sie schätzen lernen. Ich zitiere mal, das ist so ein innerer Gedankengang von der Hauptfigur. Wenn Sie gut sind, berechnen Sie die Unberechenbarkeit. Kann man Unberechenbarkeit berechnen?
Existiert Unberechenbarkeit überhaupt noch? Und wenn, welchen Schluss müsste sie selbst daraus ziehen? Was nämlich in dieser ganzen Überwachungswelt immer angenommen wird, ist, dass man aus dem Verhalten der Vergangenheit das Verhalten der Zukunft berechnen kann. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das heißt, der Hauptgrund, warum überall Sensoren und Kameras sind, die algorithmisch ausgewertet werden, damit ich bis in meine kleinsten Verhaltensaktivitäten hinein durchüberwacht werde, ist immer der Grund, vorhersagen zu können, du wirst morgen neue Windeln brauchen. Also beziehungsweise dein Kind wäre es jetzt in deinem Fall wahrscheinlich eher. Aber die Frage ist, ist das überhaupt so? Ist das nicht eigentlich ein riesiger Trugschluss? Ist nicht eigentlich auch 99% von diesem ganzen Überwachungskram totaler Quatsch? Ist es nicht vielleicht einfach viel zu schwer, voraussagen zu können, was wirklich passiert? Das werden uns die Big Data Wissenschaftler und die Statistiker würden uns das wahrscheinlich eher differenzierter beantworten. Ne? In manchen Fällen ist es bis zu einem gewissen Grad, wir reden ja immer von Wahrscheinlichkeiten, ist es bis zu einem gewissen Grad möglich. Aber genau in diesem gewissen Grad liegt ja dann einerseits zum Teil der Nutzen, weil es gibt ein schönes Beispiel, das aus einem kanadischen Krankenhaus stammt. Was man dort gemacht hat, ist, dass man sich angeschaut hat, die Daten von Frühchen, die immer noch eine erhöhte Sterblichkeitsrate hatten, und man sich gefragt hat, wie kann man die noch runterkriegen? Und man hat einfach die Daten von Tausenden von diesen Kindern gehabt, während sie in diesen Brutkästen gelegen sind, und auch ihre Historie natürlich. Und dann hat sich irgendwann mal eine Doktorin hingesetzt und hat angefangen, diese Daten zu analysieren. Und ist auf was ganz Erstaunliches draufgekommen, dass nämlich diese Kinder, bei denen die Ärzte immer gesagt haben, das hat jetzt einen besonders stabilen Kreislauf, das ist über den Berg, hat sie in dem Datenhaufen dann irgendwann in der Masse gesehen. Gerade bei den Kindern setzte dann häufig 24 bis 48 Stunden später die lebensgefährliche Infektion ein. Das hat man beim Beobachten des einzelnen Kindes hat man das nie so mitgekriegt. Und der Arzt, der die Kinder betreut, hat das, der kriegt ja ein Kind nach dem anderen immer mit. Der kriegt das nicht so in der Masse geballt mit, kriegt daher die Statistik nicht mit. Und sobald man das entdeckt hatte, hat man festgestellt, okay, da wo der gesunde Menschenverstand, der sogenannte, oder die ärztliche Erfahrung gesagt hat, gesunder, stabiler Kreislauf heißt ja gesund, dann können wir das Kind jetzt mal da rausnehmen und als etwas stärker betrachten, hat die Statistik gezeigt, genau das Gegenteil ist der Fall, und hat begonnen, in dem Augenblick dann Antibiotika zu geben und konnte so die Sterblichkeitsrate senken. Das ist also ein Beispiel dafür, wo Daten sammeln und die Analyse Leben retten kann. Das darf man nie vergessen. Wir reden von Technologien, die können so oder so eingesetzt werden. Was dieses Beispiel übrigens auch sehr Spannendes zeigt, dass man nur entdeckt hat, dass dieser stabile Kreislauf zu der Infektion geführt hat, in einem hohen Prozentsatz, nicht immer, aber man weiß aber, ich glaube bis heute nicht ganz genau, warum es eigentlich zu diesem stabilen Kreislauf kommt. Man weiß nur, dass es so ist. Das ist ja so ein Muster, was sich durchzieht. Ganz spannend, weil das ist in dem Augenblick aber auch wurscht, ob ich weiß, warum der Kreislauf da so stabil ist. Hauptsache, ich rette damit ein Leben. Ja. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich einen ganz wichtigen Unterschied zu unserer bisherigen Art und Weise des Erkenntnisgewinns. Wir gehen immer von Kausalitäten aus. Weil etwas so ist, muss es so werden. Hier haben wir nur noch Korrelationen. Das ist wie, wenn mich ein kleines Kind 100-mal fragt, warum ist sowas so, warum ist sowas so, warum ist sowas so, dann versuche ich ihm zu erklären. Genau. Oder irgendwann sagt der entnervte Vater, weil ich das sage, ist das so. Völlig
unterschiedliche Art und Weise, wie man zur Erkenntnis kommt. Das ist vielleicht nochmal diese Unterscheidung, die Marc gerade getroffen hat, zwischen Kausalität und Korrelation. Die kann man immer wieder beobachten. Mhm. Diese Big Data Mustererkennung, Big Data heißt ja fast nichts anderes als Mustererkennung, funktioniert so, dass man sagt, okay, wer Tabak kauft, der mag am liebsten die Farbe grün und reagiert positiv auf kleine Hunde. Das sind ein Muster, was man erkennt, und damit kann man die Chance steigern, dass jemand sich auf zum Beispiel auf kleine Hunde positiv verhält. Man weiß aber überhaupt nicht, warum. Ja, und da gibt es sehr lustige Spielereien, zum Beispiel, was Korrelation alles bedeutet. Es gibt keinen Zusammenhang, aber eine Korrelation von den Daten her mit der Mordrate in den Vereinigten Staaten und der Verwendungshäufigkeit des Browsers Internet Explorer. In den letzten Jahren ist der immer seltener verwendet worden und genau in gleichem Maß ist die Mordrate zurückgegangen. Es gäbe jetzt böse Zungen, die sagen, da kann ein Zusammenhang bestehen. Tatsächlich besteht der gar nicht. Und das ist vielleicht der Kern. Wir sehen da drauf, wir werten die Daten aus, wir erkennen Zusammenhänge, aber können nicht sagen, warum. Wir wissen nicht einmal, ob es Zusammenhänge gibt. Das Mord-Browser-Beispiel ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es keinen Zusammenhang geben muss. Das ist purer Zufall womöglich. Ne? Ich kriege gerade die Karte reingereicht, dass wir nur noch 15 Stunden haben. Wir müssen jetzt also auf die Zielgerade so ein bisschen einbiegen. Mein Vorschlag wäre, zumindest in den letzten Minuten symbolisch auch das zu besprechen, was im Titel die ganze Zeit angekündigt ist. Der Preis ist heiß, wie viel sind wir wert in der digitalen Welt, also die ökonomische Komponente von diesen Daten. Ganz hinten im Buch, auf der gar nicht so schlechten Seite 470, ist ein kleiner Satz zu finden, eine Behauptung, die dann auch gleich als so ist es schon dargestellt wird, eine Welt, in der alles und jeder verkäuflich ist. Was du ganz schön zeigst über das ganze Buch auch wieder und immer so, dass man denkt, oh, das ist ja eigentlich schon so, ist, dass das, was früher nicht verkäuflich war, kleinste Dateneinheiten, auf einmal einen ökonomischen Wert bekommt. Meine Freundschaft zu Peter hat auf einmal ein Preisschild. Mein Wunsch, dass ich morgens gerne Orangensaft trinke, hat ein Preisschild. Ganz konkreter ist das, ein Beispiel aus 2013, dass sogar Gefühle ein Preisschild bekommen. Man hat herausgefunden und versucht, das auch auszunutzen, dass man per Big Data, Mustererkennung, rausfinden kann, wann genau sich Frauen am hässlichsten fühlen. Und genau dann sollte man ihnen Kosmetikwerbung anbieten. Da sind sie sehr empfänglich dafür. Das ist tatsächlich ein ernsthafter Vorschlag gewesen von einer Marktforscherin. Okay. In diese Richtung wird es noch mal so ein bisschen schleimig bis schimmlig pelzig. Ist es tatsächlich so, dass, was da passiert, jedem Verhalten ein Preisschild aufklebt? Es kann es zumindest, ja. Also ich meine, das ist letztendlich das Geschäftsmodell der modernen Werbung im Internet, dass ich das so genau machen kann. Wobei auch hier muss man wieder sagen, das ist keine Erfindung dieser Technologien. Wir haben beide kommen ursprünglich aus der Werbung. Menschen wurden... Ich verrate das selten, aber du bist ja offenbar damit. In Zero wird es auch irgendwann mal von Zero erwähnt. Wir haben immer schon Menschen bewertet. Nach verschiedensten Kriterien, wir machen das auch privat, bewerten wir permanent andere Menschen. Auch wenn wir es nicht immer zugeben würden, aber da denken wir uns, ist der aber hässlich oder der schaut aber schick aus. Und denken dann womöglich, wenn wir ein Einstellungsgespräch führen, ja, der schaut schicker aus, der Typ, der ist sicher für den Vertrieb besser geeignet als der da vorher da war. Früher hat man halt nach Einkommen, nach Alter, nach Geschlecht, vielleicht nach sozialem Milieu später versucht zu clustern und zu bewerten. Das waren relativ grob gehackte Bewertungen, ganz einfach. Und jetzt kann man einfach noch sehr viel weiter und genauer für das einzelne Individuum diese Werte erstellen. Also was man früher nur für Bevölkerungsgruppen gemacht hat, die man ja selber irgendwie geclustert hat, wo man dann jemanden hineingesteckt hat in diese Schublade, das kann man jetzt drunter brechen
bis auf den Einzelnen erstens und zweitens sehr genau. Und da kann ich dann eben jetzt nicht nur sagen, okay, der verdient nächstes Jahr 300.000, deswegen schalte ich ihm eine Anzeige für den Jaguar, sondern eben, wie du das schon gesagt hast, ich kann mehr oder minder ganz viele seiner Einstellungen, Gefühle oder sonst auch was beurteilen und schauen, was sind sie mir wert in einer Verwertungskette. Wurscht, ob ich, das ist vor allem wichtig, wenn, für jeden, der, dem ich was verkaufen will, sind diese Daten interessant. Ob ich ihm einen Joghurt verkaufen will, eine politische Meinung oder auch, und da wird es ja dann wieder spannend fürs Individuum, sagen wir mal im zwischenmenschlichen Bereich, Dating-Plattformen oder später vielleicht mal Dating-Apps, die mir helfen. Sowas wie, jetzt hat sie gerade gute Laune, genau. Sprich sie doch an. Oder, oder ist gerade schwer betrunken, der perfekte Zeitpunkt. Ja, nicht nur sie hat gute Laune, sondern ich weiß natürlich auch, sie steht auf die kleinen Hunde und auf dit und dat und jenes. Also fange ich natürlich das Gespräch über. Da gibt es auf YouTube schon lustige Videos dazu zu sehen, wie in Zeiten von Google Glasses Dates ausschauen mal werden. Ne? Oder im Jemand im Chat, der sich der Sarius nennt, behauptet, einen guten Kontakt zum Apple-Chefentwickler zu haben. Mhm. Und er glaubt daher zu wissen, dass in nächster Zeit ein iPhone die Laune eines Menschen erkennen können wird. Für die Industrie eine große Möglichkeit. Was halten Sie davon? Was hältst du davon? Dass tatsächlich ist es ja so, dass man mit einem Smartphone sehr viel über eine Person sagen kann, wenn man es ausliest. Das ist eine MIT-Studie von 2010, ja. Ich denke, wir haben sie alle gelesen, wo Forscher herausgefunden hat, dass man am Bewegungsprofil, das man über ein Smartphone auslesen kann, bei jemandem sagen kann, ob er am nächsten Tag Grippe bekommt. Und zwar noch bevor er es selber merkt. Einfach, weil man sich dann etwas vorsichtiger und etwas weniger bewegt. Zum Beispiel. Also solche Sachen auszulesen, die sind da. Und spätestens, wenn das die Laune betrifft, was hier behauptet wird, ist das doch auch eigentlich so eine direkte Einflussnahme auf meinen Kopf, jetzt auf meinen natürlich nicht, ich bin selbstredend immun, aber auf die meisten Leute, die sich dann beeinflussen lassen. Wie gesagt, das wird dann halt noch einfacher in diesem richtigen Moment, wie vorher schon das Beispiel erwähnt, die Kosmetik zu verkaufen. In dem Augenblick werde ich den Menschen einfach besser erwischen. Ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad durch das, was wir hier momentan gerade tun, aber nicht nur wir, sondern gesellschaftlich wird das ja schon ein bisschen diskutiert, das aber auch mit der Zeit entschärft werden wird. Wenn ich überlege, mit welchen kruden und aus heutiger Sicht primitivsten Werbemethoden man in meiner Kindheit noch gearbeitet hat. Und irgendwann haben wir als Konsumenten gelernt, damit umzugehen und uns davon zumindest nicht beeinflussen zu lassen, was damals geboten wurde. Die Werber waren dann zwar schon wieder einen Schritt weiter. Und so ist das hier auch bis zu einem gewissen Grad, dass wir hoffentlich mit ausreichend Beschäftigung mit dem Thema auch lernen werden, damit umzugehen, bis zu einem gewissen Grad. Also von daher, wie gesagt, auch hier wieder ist es ein zweischneidiges Schwert, wenn mir dieses Handy in dem Augenblick dann sagen kann, ja, du, bei dir ist jetzt wirklich gerade eine schwere Depression im Anmarsch, dann kann ich vielleicht rechtzeitig zum Arzt gehen, ne? Aber die Frage stellt sich halt immer, hat mich das Handy richtig analysiert? Da hat es dich richtig analysiert und dann ist natürlich auch die Frage, wer hat diese Informationen? Also jemand, der eine schwere Depression hat, das ist ja aus einem katastrophalen Grund vor nicht langer Zeit auch durch die Medien gegangen. Ist ab welchem Depressionsgrad wäre es dann akzeptabel, dass die Uhr, die gerade feststellt, du hast eine Depression, das möglichst in Echtzeit an deinen Arbeitgeber mitteilt? Das sind ja Diskussionen, die auf der einen Seite einem so das Blut gefrieren lassen und die auf der anderen Seite aber geführt werden. Es ist ja tatsächlich so, dass nach diesem Horror des German-Wing-Flugs, dieser Katastrophe, dass sie ernsthaft Politiker gefordert haben, die ärztliche Schweigepflicht nicht abzuschaffen, aber zumindest aufzuweichen. Ja, das heißt, es gibt auch eine starke gesellschaftliche Richtung, die sagt, super, wir benutzen Zero einfach als Vorlage dafür, was man in Zukunft alles Tolles vorhersagen kann.
Vielen Dank, Herr Elsberg, Sie haben uns eine brillante Anleitung geschrieben, die ist sogar spannend und hat am Ende eine fantastische Auflösung. Kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Wir benutzen das jetzt einfach als Anleitung. Was tun wir denn gegen die Leute, die sagen, und die in der Politik sitzen, die sagen, Überwachung, super tolle Sache. Und gegen Konzerne, die sagen, Überwachung, hey, davon leben wir. Was kann man dagegen tun? Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Als erstes mal laut schreien und sagen, es gibt da ein paar Aspekte bei der Überwachung, die sind nicht so toll und die schaden nicht nur uns. Nicht so toll, sondern, das ist jetzt österreichisch. Ich wollte gerade sagen. Das schadet auch euch. Ich habe das vorher schon mal versucht anzusprechen. Eine Wirtschaft, die keine Innovationen mehr voranbringt, die keine Vielfalt mehr auf die Märkte bringt. Weil die Leute sich konform verhalten, die Schere im Kopf haben. Die Schere auf dem Kopf wäre bei mir viel schlimmer, das nur nebenbei. Aber ist das so ein zwingender Zusammenhang? Überwachung gleich weniger Kreativität? Das haben wir ja vorher schon versucht herauszuarbeiten. Überwachung ist Konformitätsdruck, führt zu Konformitätsdruck. Dadurch wage ich weniger anders zu sein, weniger ausgefallen zu sein, weniger Neues zu denken, weniger anderes zu denken. Und das führt natürlich dazu, dass ich weniger kreativ bin, weniger innovativ. Das mag dem einen oder anderen vielleicht gefallen. Klar, wenn man zu den Vertretern einer Meinung gehört, die Monopole toll finden, die dann ja auch keine Innovationen, keine brauchbaren mehr irgendwann früher oder später herausbringen, mag man das in Ordnung finden. Ich bin nach wie vor ein Freund einer eher offenen Gesellschaft, die Vielfalt pflegt. Das geht uns dann verloren. Also das ist eine der Gefahren. Dann haben wir das ganz große Problem der Machtverschiebung von Einzelnen, wo sie in der Demokratie bis zu einem gewissen Grad sein sollte, die Macht, zu wieder den ganz wenigen, die mehr wissen über uns als wir selber zum Teil. Ne? Also die Kreditkartengesellschaften wissen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, ob wir zwei uns in den nächsten 5 Jahren scheiden lassen werden oder nicht. Wenn wir nicht verheiratet sind, beide miteinander, ist die Chance, dass wir uns scheiden lassen, klein, aber... Dieses Machtungleichgewicht ist auch eine Gefahr für eine demokratische Gesellschaft, in der Vielfalt und Innovation und damit die Fähigkeit, sich an geänderte Verhältnisse anzupassen, verloren geht. Markus stellt genau dazu die passende Frage im Chat. Ist eine solche Diskussion nicht eine Grenzsuche zwischen Gesetzen und Normen und Moral und Werten? Diese beiden Seiten, also in eine Norm, wie hat man sich zu verhalten oder wie glaubt man, dass man sich zu verhalten hat? Und wie kann man mit einer Gesellschaft, wo man ja auch eine gewisse Verhaltenssteuerung schon auch möchte, wie kann man damit umgehen? Das ist ja genau die Frage. Kann man diese Instrumente nicht auch eigentlich total super gut benutzen? Kann man nicht auch sagen, es ist doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Leute weniger andere Menschen umbringen, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden? Naja, ach so. Das ist ja interessanterweise trotz allem etwas, was bis jetzt nur bedingt gelungen ist. Ne? Also das wissen wir ja, dass Überwachung zum Beispiel nicht hilft, Verbrechen zu verhindern. Sie hilft manchmal, helfen einige der Techniken in beschränktem Maße im Nachhinein bei der Aufklärung. Aber, ich habe da noch eine kognitive Dissonanz, weil, und zwar auch eine, die mich selber betrifft. Ja? Also viele Fragen, die ich dir stelle, könnte ich auch mir selbst stellen. Und eine davon ist, dass wir gegen Überwachung sind, einerseits behaupten, die Leute ändern ihr Verhalten, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Und im gleichen Atemzug sagen, aber die schlimmen Leute ändern nicht ihr Verhalten, weil deswegen ist die Überwachung unwirksam. Das sind zwar Argumente, die sollte man nicht unmittelbar nacheinander benutzen, weil die sich dann gegenseitig aufheben. Wie gehst du denn damit um, dass ganz viele Sachen einfach auch sehr ambivalent zu sehen sind? Weil in einer überwachten Gesellschaft ja noch nicht zwangsläufig beispielsweise, andere Leute schwer zu verletzen oder zu ermorden beispielsweise oder generell das, was als Norm, als kriminell gilt, zu begehen, das ist an sich geächtet in einer Gesellschaft natürlich, aber wir wissen, dass beispielsweise gerade viele Gewalttaten im Affekt geschehen und nicht in einer geplanten Art und Weise, das werde ich so schnell nicht verhindern können.
bis zu einem gewissen Grad, wenn du das so formulierst, weiß ich nicht. Ich fürchte bloß, das hat bloß noch, oder fürchte, ich hoffe, es hat noch keiner versucht, uns in diese Weise zu manipulieren, dass wir weniger Leute umbringen, weil das ist ja eines, noch ein zweiter Haken oder ein Problem bei diesem Vorausberechnen und Versuchen des Manipulierens, dass diese Systeme inzwischen so komplex sind, dass man ja nur bedingt das Ergebnis der Manipulation dann auch wirklich diese Komplexität hinbekommt. Das ist auch nochmal sehr gut beschrieben, das muss man aber selber lesen, das kann ich nicht zitieren. Aber ich gebe dir recht, das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich eine sehr spannende Frage. Genau, deswegen finde ich auch wichtig, dass man so festhält, weder die Leute, die bedingungslos dafür sind, noch die Leute, die sagen, wir müssen alles ablehnen und es ist alles schlimm, diese ganze digitale Welt, das sind die beiden Pole, die wenig zur Diskussion beitragen. Es geht eher tatsächlich darum, wenn man das ganz konkret und anfassbar macht, ich möchte so eine Apple-Uhr benutzen, wie muss eigentlich die Gesellschaft aufgebaut sein, dass ich nicht befürchte, dass die Apple-Uhr sagt, meinem Arbeitgeber, den ich nicht habe, sagt, Achtung, Sascha Lobo ist depressiv, bitte lieber entlassen. Also die Frage, wie kann man diese Technologien verwenden, ohne dass allzu viele negative Wirkungen auftreten. Das ist eine, die diskutiert werden muss. Ich habe gerade noch mal einen Zettel reingereicht bekommen, dass wir uns jetzt nicht mehr nur auf der Zielgeraden, sondern schon fast in Sichtweite des Endes dieser kleinen Diskussion befinden. Im Schließen würde ich gerne mit einem alten Werbertrick. Dieser Trick es heißt Cross-Selling und bedeutet eigentlich nur, dass Leute, die das eine gekauft haben, dass die sehr empfänglich dafür sind, dass die auch das andere gekauft haben. Was deswegen super ist, weil du zwei riesen Bestseller geschrieben hast. Und die Frage, die ich jetzt als Schlussakkord stellen will, sogar beide mit beinhaltet. Die Frage, die aus dem Chat kommt, ist nämlich von jemandem, der dein Buch Blackout gelesen hat. Und der fragt, dass am Ende von Blackout die Behörden ein Einsehen haben und anfangen umzudenken. Wäre das nicht auch wünschenswert für die in Zero? Na gut, erstens ist das ja bei Blackout auch nur im Buch so. Das stimmt jetzt nicht ganz, muss man auch dazu sagen. Gerade in Deutschland, Schweiz und vereinzelt anderen Ländern beginnt auch in der Realität diesbezüglich zumindest eine Wahrnehmung und eine Haltung sich zu ändern. Taten folgen da zwar langsamer, aber sind ja auch dicke Bretter zu bohren. Bei Zero hoffen wir auch, dass es ein Einsehen irgendwann gibt. Ich meine, es ist eben ja gerade zum Beispiel die EU-Verordnung in Diskussion. Schauen wir mal, wie sehr sie noch durchlöchert wird. Aber die ist ja gar nicht auf einem so schlechten Weg grundsätzlich. Es gibt ja inzwischen zum Glück doch ein bisschen eine Diskussion über das Ganze. Das kam auch mal wieder im Chat durch, eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Ja. Vielleicht ganz zum Schluss, hast du denn die Hoffnung, obwohl, oder vielleicht auch gerade weil du dieses Buch geschrieben hast, hast du denn die Hoffnung, dass wir überhaupt etwas tun können, dass wir überhaupt die Zukunft verändern können, weg von dieser Totalüberwachung und dem Preisschild an allem und der staatlichen Manipulation und hin zu einer lebenswerteren Zukunft? Oder ist alles so katastrophal schlimm, dass wir eigentlich nur hoffen können, so schnell wie möglich zu sterben? Ich bin da absolut optimistisch sogar, dass uns das gelingen wird. Ungewöhnlich für Wiener, aber ja, erzähl ruhig weiter. Letztendlich, ich glaube, ich habe das im Buch auch als Zitat vorangestellt, eines von vier Zitaten und eines davon ist ja, so, wo sind sie hier? Ah, hier, genau. Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Also, wenn jeder von uns ein bisschen seinen Teil an Selbstgestaltung beiträgt, dann sehe ich da schon mal durchaus Aussichten, was es vielleicht in diesem Bereich noch mehr bräuchte. Aber auch da gibt es ja erste Versuche und Bemühungen,
Das, was es schon häufiger benötigt und dann auch gegeben hat, ist, dass wenn der Einzelne vielleicht nicht viel erreichen kann, in der Masse kann er dann doch jede Menge erreichen. So haben sich beim Herausbilden der Demokratien Parteien gebildet, so haben sich Gewerkschaften gebildet. Ob das jetzt ein positives Beispiel ist, kann man noch darüber diskutieren. Kann man jetzt diskutieren. Damals war das hilfreich. Umweltbewegungen, Bürgerrechtsbewegungen und so weiter und so fort. Also vielleicht braucht es da noch etwas mehr Organisation, aber letztendlich können wir, davon bin ich überzeugt, immer noch eine ganze Menge bewegen. Ich bin davon auch überzeugt. Jetzt zum Abschluss dieser kleinen Sendung möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, Marc. Nicht nur, dass du hier warst und mit mir geplaudert hast, sondern auch, dass du dieses Buch geschrieben hast, von dem ich hoffe, dass es die Diskussion noch mehr befeuert. Die Diskussion ist absolut notwendig. Das haben wir heute Abend auch gemerkt, obwohl wir, das muss man sagen, schon auf vielen Ebenen fast einer Meinung sind. Aber wir haben sehr gut so getan, als sei es nicht so, und diskutiert, auch mit Ihren Fragen. Vielen Dank für diese Fragen. Und ganz zum Schluss, zum Abschied, möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Lassen Sie uns alle gemeinsam optimistisch sein, dass wir diese Szenarien, wie sie in dem Buch beschrieben wird und wie sie auch in der Realität vorhanden sind, dass wir die ändern können. Lassen Sie uns optimistisch sein. Und wenn wir noch nicht so genau wissen, warum, dann suchen wir zumindest den Grund, warum wir optimistisch sein können. Und mit diesem Schlusswort bedanke ich mich fürs Zusehen, für die sehr intensive Beteiligung am Chat, den ich in der letzten halben Stunde gar nicht mehr beachtet habe, aber da werden Sie drüber hinwegkommen. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem Buch und schalten Sie das nächste Mal auch wieder ein. Dann wird keiner von uns beiden vor der Kamera sitzen, sondern ganz andere Leute. Und für den einen oder anderen ist das ja vielleicht ausreichend Motivation, um wieder einzuschalten. Auf Wiedersehen.